Hey ho, meine Lieben. Heute das wahrscheinlich vorletzte Video aus der Reihe zwischen Werkstatt und Grill. Naja, heute auch noch zwischen Werkstatt und Holz und Grill. Könnte man so sagen. Aber wenn man es genau nimmt, ist es ja da hinten die Anti-Nachbar-Schreihalsmauer, die wir aufbauen. Ja, durch die aerodynamisch geformten Löcher hoffe ich, dass die Dezibelzahl von da drüben um mindestens 1 gesenkt wird. Gut, aber wir machen heute Sandwiches. Wieder mal. Und wo machen wir die? Was nehmen wir als Feuerquelle? Jetzt habe ich aus Versehen ausgedrückt. Wir nehmen den Ecozoom Jet. Den befülle ich jetzt mit Kohle, Feuer von unten an, und was wir dann alles hier haben für unsere Sandwiches gleich am Tisch. Ich habe das Ding jetzt ganz einfach pauschal mal randvoll gemacht. Unten hauen wir wieder unsere Holzwollenanzünder rein. Zünden die einfach an und dann lassen wir das Ding erstmal ordentlich anfackeln. Wenn sie dann mal brennen, jo, die brennen. 2 Stück an der Zahl. Ja, ob ich das Gitter heute drauf lege, schauen wir mal. Ja, wäre vielleicht fast sinnvoll, dann können wir den hier auflegen. Ja, passt doch wunderbar, da kann ich das hier nachher einfach so drauflegen. Und gut ist. Gut. Dann sehen wir uns nebendran am Tisch, während es hier anfeuert. Hui, die IKEA-Teile eignen sich auch gut für den Transport. Was haben wir hier alles? Toastbrot. Hier müsste noch Schinken, etwas Salami und der Spargel drin sein. Von der Pizza noch. Hier haben wir noch ein bisschen extra Salami. Etwas Butter. Wir streichen heute aber nicht die Toastbrote ein. Das machen wir heute etwas anders. Ich hoffe, es funktioniert, wie ich das möchte. Dann, Schatz, was war das für ein Käse? Emmentaler. Ein Emmentaler Käse. Als Soße haue ich etwas noch von dem leckeren Romans Bester Paprika-Ketchup mit drauf. Wer das natürlich möchte. Man kann auch jede andere nehmen. Dies, dass ich nicht verdurste. Ja, und dann noch ein Brettel. Hier, mein Schatz. Das ist mein scharfes Messer heute. Das reicht vollkommen aus. Ja, und wenn jetzt der Ecozoom Jet soweit warm ist, können wir unser Eisen auch anheizen. Den Ecozoom Jet hatte ich ja von www.sicherstadt.de zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, und wir werden jetzt erstmal hier unser Eisen anheizen. Ja, beide Seiten nebeneinander kriege ich nicht drauf. Dann drehen wir es halt nachher mal. Und danach geht es auch schon weiter. Das stellen wir hier jetzt hinten drauf. Ja. Hey, da kann ich das ja von der Seite her bedienen. Wunderbar. Ich zeige es euch mal, wie ich es gemacht habe. Jo, so steht es drauf. So heizen wir jetzt das Eisen erst einmal ein klein bisschen vor. Und in der Zwischenzeit können wir eigentlich schon fast anfangen, den ersten Toast zu belegen. Ja, Kamera läuft. Dann nehmen wir uns hier erstmal unsere 2 Toastscheiben. Mein Schatz, was möchtest du alles drauf haben? Ich hätte gerne Schinken drauf. Schinken? Käse. Und den Spargel. Und Spargel. Bisschen Ketchup? Ja, ein bisschen. Okay, dann lege ich mal los. Prinzipiell kann man ja auf so Toast alles drauf tun, was man möchte. Da ist der Fantasie freien Lauf gelassen. Alle 3 Spargel auf einmal? Nein. Nein. Schauen wir mal, wie man drauf kriegen. Ja.
Toast. Ganz voll. Ich mache von dem Schinken auch noch was drauf. Jo, Toast Nummer 1. Dann mache ich gleich Toast Nummer 2. Ja, Butter immer noch nicht im Einsatz. Es wird mein Toast. Und unser Sandmännchen darf seinen Toast nachher selber zusammenbauen. Sandmännchen, bist du? Sandmännchen. Ja, wenn schon noch ein Video zwischen Werkstatt, Holz und Grill ist, dann darf er auch auftreten hier. Werkstatt, Holz und Grill. Ist jetzt noch Holz dazugekommen, oder? Ja, heute schon. Unsere Anti-Nachbar-Schreihalsmauer. So. Dann habe ich meinen Toast fertig. Hivinator, das Sandmännchen. Waschen Sie sich die Hände und bauen Sie sich Ihren Toast. Patricia, möchtest du auch einen Toast? Eins, zwei, drei Toasts können wir noch bauen. Patricia, möchtest du auch einen Toast? Ja. Dann bau doch gefälligst einen. Die kommen gleich. Dann wäre es soweit, dass wir jetzt hier mal die Form aufmachen. Und jetzt kommt auch die Butter zum Einsatz. Müssen wir bloß gleich wieder runternehmen hier. Hätte ich vielleicht gleich auseinander tun sollen. So. Ja. Hui. So, und da operieren wir uns jetzt unseren Toast hinein. So, einmal. Hier kann man ein bisschen was von der Butter gleich drüber, sonst läuft sie uns eh bloß davon. Ja, und dann können wir es wieder draufwuchten. Und jetzt lass man einfach mal kurz drin und ja, lassen den ausbacken. So, ich drehe jetzt ganz einfach pauschal einmal um. Ich weiß echt nicht, wie das Ding aussieht. Ganz kurze Zeit später. Aber wir können ja mal reinlunzen. Oh, 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 der hat schon wieder Röstaromen. Der hat schon wieder Röstaromen. Also dann müssen wir etwas vorsichtiger werden. Mit dem Ding, das habe ich schon festgestellt. Ja, auch die Seite sieht noch nicht so dunkel aus. Die kann noch ein bisschen. Ach Leute, ich zeige es euch einfach dann von der guten Seite nur. Haha. Ja, da kommen die Teller. Dann tun wir den ersten gleich einmal raus. So, Dolle. Ups. Auf die Seite. Das wäre jetzt der erste Toast. Ups. Naja. Mein Schatz, lass ihn dir schmecken. Mit Röstis? Ja, mit ein bisschen Rösti. So, hier tun wir jetzt wieder jeweils ein kleines Stückchen Butter hinein. Ich hoffe, man sieht es jetzt in der Cam. Mal auf so. Ja, man sieht es. Die Formen sind ja immer noch bockelheiß. Zumachen. Ja.
Ja, und dieses Mal lassen wir es nicht zu lang drauf. Passen wir ein bisschen besser auf. Irgendwann hat man das dann doch im Gefühl, wie lange man sowas auf der Feuerquelle lässt. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie stark das Feuer ist unten drunter. Ja, und hier haben wir schon mittlerweile einen recht guten Bums, muss ich sagen. Aber wie heißt es so schön, die erste Waffel oder der erste Toast ist immer der übelste. Anscheinend. Schatz, ich hoffe, dir schmeckt es trotzdem. Tada! Ja, Leute, mein Toast ist fertig. Ich tue mir den auch raus. Und nachdem sich weder Sandmännchen noch Patricia jetzt um ihre Toast gekümmert haben, ist mir das jetzt auch wurscht. Ich esse jetzt meinen in Ruhe erstmal auf. Ach, die läuft ja noch. Also Leute, das Ding ist richtig lecker. Und ja, Hiwi macht jetzt endlich seinen Toast. Schauen wir halt einmal. Ihr wollt es jetzt sehen? Der Typ hat nicht aufgepasst. Ja, ich war ja ganz woanders. Tja, Hiwi, mein Freund. Du Vollpfosten hast jetzt hier die Butter da rein. Ich habe die Butter da rein, leicht angeschmolzen und dann die Sandwiches da reingelegt. Alles klar. Die Toastbrote habe ich leicht mit Ketchup eingeschmiert. Aber mach ganz einfach. Ich werde mir dann schon was zurecht basteln. Wirst du das? Hoffe ich doch. Hallo, hallo. Kuckuck. Und während hier schon gegessen wird, Njam-Njam, wird da hinten noch gebastelt. Hiwi, funktioniert das bei dir? Schauen wir mal, ob wir schon hinkriegen. Hiwi, hast du Brandenburger Style gemacht? Ja, auf der Seite sieht er besser aus. Bitte das Waffeleisen sofort runter von dem Ding. Die sind nämlich noch heiß genug für die Butter. Dann darf jetzt die Patrizia ihren noch machen. Wir verteilen die Butter erst. Schwenken, 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 wie ein Schwenker. Teamwork, Hiwi und Patrizia. So, hinein damit. Okay. Bisschen. Der randaliert hier. Ja, das ist. Sammelt mir den ganzen Boden voll. Und ab jetzt darf die Patrizia übernehmen und ihren Toast selber hin und her drehen. Und lass ihn nicht so anbrennen. Okay. Halt, halt. Ja, naja, geht noch. Angurten. Danke. Nom, nom. Irgendwie hast du echt was vom Sandmännchen. Und pass auf, dass nicht der Toast im Bart hängen bleibt. Nee, ein Toast habe ich jetzt noch gemacht für meinen Schatz und mich. Schön halbe halbe. Muss ich es wiegen? Nein, musst du nicht wiegen. Weil ich bin sowieso sonst wieder der Angeschmierte. Sieht das nicht lecker aus, Leute? Das stimmt gar nicht. Also diesen Toast habe ich dieses Mal ein klein bisschen anders gemacht. Ich habe erst die Butter unten in die Förmchen rein. Dann habe ich erstmal die Toastscheiben hineingelegt. Nicht auf dem Feuer, lag alles nebendran. Kurz gewartet, Toastscheiben wieder raus und dann erst die Toastscheiben belegt. Ja, und dann ganz einfach wieder komplett zusammengebaut in die Form. Ja, Leute, Waffeln? Waffeln? Machen Teig, dann machen wir Waffeln. Dann können wir ein Waffelvideo machen. Mach das. Ja, aber dann bist du komplett zu sehen. Dann wirst du komplett gefilmt, Patrizia. Nee. Oh, das ist doch ein Weichei. Leute, schreibt es drunter, Patrizia ist ein Weichei. So, und jetzt noch den Toast mit Spargel. Der ist so lecker. Mm.
Ja. Trockenen Hals. Jetzt ist so viel Material drauf, das ist nicht trocken. Ich sagte auch, der Hals ist trocken. Oh, mein Schatz, zerlegt da ihren Toast? Ich habe dieses Mal ein bisschen mehr drauf geschmissen. Das sieht aus, wie wenn der Bus drüber gefahren wäre. Ihr seht, wir haben trotz der Arbeit im Hintergrund Spaß. Und ja, das war's dann mit dem heutigen Video. Naja, vielleicht macht die Patricia doch noch einen Teig. Dann können wir noch ein Waffelvideo machen. Aber liegt nicht an mir. Leute, wir sehen uns. Ciao. Ach ja, man hätte natürlich auch den Toaster, das Waffeleisen drinnen, das elektrische nehmen können, aber wo wäre da der Spaß geblieben, oder? Was sagt ihr dazu? Richtig! Jawohl! Also Kopfschütteln hören die Leute nicht, wenn du da hinten hockst. Wir sind ja Grillkanal. Der Hiwi wieder. Ja, okay, jetzt aber.